Aber wir wollten schon, dass da mehr als nur ein Rinser rauskommt, dass man sich gut Shampoo aus den Haaren waschen kann. Dann gibt es extra wassersparende Duschköpfe, die verbrauchen in der Regel so 9 Liter pro Minute. Ob die Versprechen auch eingehalten werden, dass die Duschköpfe den Durchfluss in der Minute tatsächlich auf 9 bzw. 6 bzw. 8,5 begrenzen. Hallo ihr Lieben, bei uns geht es heute um wassersparendes Duschen im Expeditionsmobil. Und zwar wollen wir heute mit euch Duschköpfe testen. Wir haben nämlich angefangen zu recherchieren, was für einen Duschkopf wir da einbauen wollen, und wir hatten dazu vor allem 2 Kriterien. Das eine ist, er soll möglichst wassersparend sein und er soll natürlich trotzdem möglichst volles Duscherlebnis ermöglichen. Uns ist schon klar, das wird jetzt kein super qualitatives Genussduschen werden im Expeditionsmobil, dafür ist auch einfach nicht genug Wasser da, aber wir wollten schon, dass da mehr als nur ein Rinser rauskommt, dass man sich gut Shampoo aus den Haaren waschen kann, vielleicht auch mal irgendwas absprühen, und deshalb haben wir angefangen zu recherchieren. Dabei habe ich herausgefunden, dass normale Haushaltsduschköpfe so um die 14-15 Liter pro Minute verbrauchen in aller Regel. Ich habe mir da auch mal den Spaß gemacht, den zu Hause zu testen. Der verbraucht 16 Liter, da habe ich gleich mal beschlossen, den auszutauschen. Dann gibt es extra wassersparende Duschköpfe, die verbrauchen in der Regel so 9 Liter pro Minute. Die werden auch als relativ gut bewertet. Was es dann noch gibt, sind Duschköpfe, die verbrauchen nur so 6 bis 7 Liter pro Minute laut Herstellerangaben. Und da habe ich im Internet eher negative Kritiken gelesen, weil da teilweise gesagt wurde, dass man das einfach vergessen kann, dann kommt nur noch ein Rinnsal raus. Und da wir im Expeditionsmobil ja auch nur 2 Bar auf den Leitungen haben, im normalen Haushalt hat man ja so 3 bis auch zu 7 Bar, dachte ich, könnte das dann wirklich kritisch sein, aber bevor ich mich nur auf Basis von solchen Überlegungen entscheide, dachte ich, wir testen die jetzt einfach mal. Deshalb haben wir 3 Duschköpfe bestellt, die ich getestet habe, und das möchten wir euch heute vorstellen. Wer Duschköpfe recherchiert, wird ganz schnell bei Hans Grohe landen. Hans Grohe scheint irgendwie so ein führender Hersteller von relativ qualitativ hochwertigen, aber doch günstigen Duschbrausen zu sein. Und Hans Grohe hat eine Technologie, die heißt EcoSmart, die den Durchfluss begrenzt. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Den ersten Duschkopf, den ich testen möchte, ist der Chroma 100 EcoSmart mit 3 Strahlarten von Hans Grohe. Der hat so eine sogenannte Rain Shower, also sozusagen die ganz normale Funktion, einen Monostrahl, der relativ stark ist, und auch einen pulsierenden Massagestrahl. Nettes Spielzeug, was man wahrscheinlich nicht braucht. Auf Amazon kostet der 42 Euro und verspricht eine Durchflussbegrenzung auf 9 Liter. Wir fanden, der sieht auch ganz schick aus, deshalb haben wir den mal ausprobiert. Den zweiten Duschkopf, den ich heute mit euch testen wollte, seht ihr hier. Der ist ebenfalls von Hans Grohe und heißt Chrometta. Hat ebenfalls eine EcoSmart-Technologie, aber eine Durchflussbegrenzung von 7 Litern, wie auf der Seite von Hans Grohe steht. Bei Amazon kostet der 20,75 Euro. Blenden wir euch auch hier ein. Der sieht ein bisschen schlichter aus, fanden wir aber auch ganz gut. Hat 2 Strahlarten, also eine fokussiertere und eine normale. Als drittes haben wir noch etwas Ungewöhnlicheres getestet, und zwar ein Duschkopf mit diesen ganz feinen Löchern in dem Duschsieb. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, die werden ja gerade ziemlich gehypt, oft weil die noch so Kügelchen haben, die Kalk rausfiltern aus sehr kalkhaltigem Wasser. Teilweise haben die auch noch so Vitamin-C-Patronen, sind alle Spielereien, die brauchen wir nicht. Wir haben hier im Expeditionsmobil ja sowieso kein wahnsinnig kalkhaltiges Wasser. Uns wurde aber gesagt, dass diese ganz feinen Poren im Duschsieb auch dazu führen, dass man eine geringe Durchflussmenge hat und dass sich der Wasserstrahl extremst voll anfühlt, trotz niedriger Durchflussmenge. Also eigentlich genau das, was wir haben wollen. Wir fanden jetzt diese ganzen Plastikteile, die man findet mit diesem Kügelchen, fanden wir nicht so schick. Ansonsten haben wir diese Art von Duschkopf in Deutschland nur bei dem Biber-Versand gefunden, bei dem Biber-Umweltversand. Da kostet der allerdings 149 Euro, was wir ganz schön teuer fanden. Wir wollten es aber trotzdem mal ausprobieren. Nur mal als Hinweis, auf Alibaba findet man hunderte von den Duschköpfen für wenige Dollar. Allerdings hat man da dann oft Mindestbestellmengen. Wir haben da aber auch noch welche bestellt. Die sind allerdings noch nicht angekommen, da werden wir euch noch informiert halten. Wir fanden, als wir den im Internet bestellt haben, dass der eigentlich auch ganz schick aussah. Da war der abgebildet neben einer größeren Version vom gleichen Duschkopf. Als er dann tatsächlich ankam, waren wir allerdings ein bisschen schockiert, was für ein Klöpper das ist. Also ich finde, der ist jetzt schon nicht ganz so schick.
Der vom Biber Umweltversand verspricht eine Durchflussmenge von 8,5 Litern pro Minute. Also noch ein bisschen besser als der erste von Hans Grohe, ein bisschen mehr als der zweite von Hans Grohe. Also mal gucken, was bei rauskommt. So, das sind die Duschköpfe. Und was ich dann gemacht habe, sozusagen mein Test-Setup, ist, ich war zu Hause und habe da diesen Druckminderer eingebaut, den wir von Tiger Expat mitbekommen haben, den wir aber letztlich hier nicht verbaut haben, weil Julian ja einen gekauft hat, der ein, wie heißt es, Nanometer? Manometer. Ein Manometer hat, sodass man tatsächlich sieht, wie viel Bar da eingestellt ist. Der sollte dann aber zu Hause den Druck auf 2 Bar begrenzt haben. Dann habe ich die 3 Duschköpfe hier angeschlossen und zu Hause den Wasserhahn in der Badewanne voll aufgedreht. Habe erstmal geguckt, wie fühlt sich der Strahl so an. Bei den 3 verschiedenen Duschköpfen, also ist es auch bei nur 2 Bar Druck ein volles Erlebnis. Also habe ich das Gefühl, dass ich damit duschen kann, dass ich aus meinen Haaren ein Shampoo rausbekomme. Wie sind die verschiedenen Strahlarten, die man einstellen kann. Und dann habe ich eine Minute gestoppt und so lange das Wasser, wie gesagt, mit voll aufgedreht in Eimer fließen lassen. Dann gemessen, wie viel Wasser im Eimer ist, um so zu überprüfen, ob die Versprechen auch eingehalten werden, dass die Duschköpfe den Durchfluss in der Minute tatsächlich auf 9 bzw. 6 bzw. 8,5 begrenzen. Und hier ist das Ergebnis. Als erstes habe ich von Hans Grohe den Chroma 100 getestet. Hier seht ihr die verschiedenen Strahlarten. Ich fand die wirklich alle ganz schön. Wie gesagt, den Massagestrahl brauche ich nicht. Wieder zu Hause noch ein Expeditionsmobil. Naja, vielleicht um die Kalt mal abzuspritzen. Aber da reicht es, einen fokussierteren Strahl zu haben mit genug Wumms dahinter. Trotzdem sehr schöne und sehr volles Duscherlebnis, auch bei 2 Bar. Hier kommt jetzt der Test. Da habe ich, wie gesagt, eine Minute gestoppt und dann geschaut, wie viel Wasser im Eimer ist. Hier seht ihr, der Eimer ist fast voll, nicht ganz. Und als ich das dann gemessen habe, kam raus 7,5 Liter pro Minute. Das heißt, mit 2 Bar hat man ein bisschen weniger verbraucht, als was der Hersteller verspricht. Der Hersteller hat ja 9 versprochen, insofern Test bestanden. Als nächstes habe ich von Hans Grohe den Chrometa getestet. Das ist ja der, wo Hans Grohe 7 Liter pro Minute verspricht und wo ich ein bisschen Bedenken hatte, weil ich eben gelesen habe, dass bei den Duschköpfen, die weniger als 9 verbrauchen, dann nur noch ein Rinnsal rauskommt. Hier seht ihr die 2 verschiedenen Strahlarten. Ich habe mir jetzt nicht die Haare damit gewaschen, aber ich fand tatsächlich, dass es immer noch sich sehr voll angefühlt hat und aus meiner Sicht komplett ausreichend. Und hier seht ihr den Test. Ich habe eine Minute gestoppt und wie ihr seht, der Eimer ist immer noch nicht voll. Als ich das dann gemessen habe, hat sich herausgestellt, 4,95 Liter in der einen Minute, das heißt knapp 5 Liter, also deutlich besser nochmal, als der Hersteller versprochen hatte. 7 Liter pro Minute war ja angesagt, das heißt Test auf jeden Fall sehr gut bestanden und wirklich wassersparend. So, und als drittes und letztes kommt der Test mit dem Duschkopf, auf den ich am meisten gespannt war. Das ist der vom Biber Umweltversand. Wir haben da, weil wir ihn ja vor allem testen wollten, diese Kügelchen und die Vitamin-C-Patrone, die mitgeliefert worden waren, natürlich rausgenommen. Aber ihr seht hier nochmal, das ist wirklich ein ganz schöner Klopper. Wenn ich den Wasserhahn jetzt voll aufdrehe, kommt da richtig Wumms raus. Und weil ich natürlich dachte, 8,5 Liter pro Minute, war ich zunächst richtig beeindruckt. Hier kommt allerdings der Test. Und bei diesem Test musste ich nach 40 Sekunden abbrechen, weil der Eimer fast übergelaufen wäre. Also in dem Eimer waren dann 10 Liter, das heißt eigentlich wären es um die 13, 14 Liter gewesen. Ich weiß also nicht, wie der Hersteller auf die 8,5 Liter kommt. Vielleicht würden diese Kügelchen, die mitgeliefert wurden, die Durchflussgeschwindigkeit noch mal ein bisschen begrenzen. Das konnte ich nicht testen, aber wir wollen auch einfach keine Kügelchen benutzen, die man ständig nachfüllen muss in der Duschbrause. Insofern kommt das für uns wirklich nicht in Frage. Dann dachte ich allerdings... Und Vitamin C auf dem Kopf brauchen wir auch nicht. Nee, Vitamin C auf dem Kopf brauche ich auch nicht. Dann, weil ich ja doch ein bisschen voreingenommen war, weil ich so gespannt war auf diesen Duschkopf und der Wumms, der herauskam, auch so toll fand, also es war wirklich nochmal eine ganz andere Qualität als die anderen, dachte ich, ich gebe ihm nochmal eine Chance und schummel ein bisschen bei meinem Experiment, weil ich dachte, wenn ich da den Wasserhahn nicht ganz aufdrehe, wie ich es ja bei den anderen gemacht habe und beim ersten Test, sondern nur so weit, dass ungefähr vergleichbar viel Wumms rauskommt, wie bei den anderen auch, mal gucken, wie viel Wasser es dann ist. Das seht ihr hier. Hier habe ich tatsächlich dann eine ganze Minute gestoppt. Und wie ihr seht, der Eimer war dann ungefähr so voll wie bei dem ersten Duschkopf. Ich habe das dann auch gemessen und es waren 8 Liter. Das heißt, bei ähnlich viel Wumms wie bei den anderen Duschbrausen waren es immer noch mehr, als die anderen beiden verbraucht hat. Insofern, der ist raus.
auf Basis von diesem Test haben wir uns ganz klar für den Hans-Grohe Chrometa 100, der bei uns nicht mal 5 Liter pro Minute verbraucht hat, entschieden. Wir konnten noch nicht im Mobil testen. Wir haben also auch noch nicht damit geduscht hier und können das endgültige Duscherlebnis im Mobil noch nicht beurteilen. Wir werden aber auf jeden Fall mal damit losziehen, weil mich hat das echt überzeugt. Ich fand, das Gefühl auf der Hand war recht voll, völlig ausreichend. Und wenn man so Wasser sparen kann und dann ein bisschen entspannter duschen, dann denke ich, ist es auf jeden Fall was wert. Den anderen Duschkopf Chroma 100 werde ich für zu Hause behalten, weil auch da kann man ja ein bisschen an Wasser sparen denken. Wir werden euch dann informieren, wie es tatsächlich läuft. Eine Sache, ihr seht, ich sitze hier auf unserer Sitzbank und die hat eine neue Edition bekommen, nämlich eine Rücklehne. Ich finde die wahnsinnig schick. Dazu demnächst mehr. Ich wünsche euch was, bleibt dran. Bis zum